Hallo Leute, ich wollte euch heute mal ganz gerne zwei Taschenlampen von mir vorstellen, die wirklich sehr bezahlbar sind und ja, die eigentlich auch eine tolle Performance liefern für das kleine Geld. Einfach unglaublich. Einmal die Convoy S3. Die ist wirklich kompakt. Schöne EDC-Größe auch. Kann man wunderbar in der Hosentasche verstauen oder irgendwo im Rucksack, in der Pouch etc. Trägt nicht allzu sehr auf, aber ist unglaublich leistungsstark. Das Ganze ist hier aus Aluminium wirklich hervorragend verarbeitet. Also ich würde sagen, vielleicht nicht ganz die Qualität von Olight, aber geht stark in diese Richtung. Hat hier auch ja, Fluoreszenz eingearbeitet. Also Glow in the Dark ist hier oben in dem Lampenkopf eingelassen. Das heißt, wenn ihr die Lampe eine Weile benutzt und dann mal irgendwie verlieren solltet oder runterfällt oder was auch immer oder ausgeht und ihr verliert sie nach dem Einsatz, dann seht ihr sie noch. Die Gewinde sind absolut sauber. Kein Haken, nichts. Die laufen einfach so durch. Ich habe jetzt hier schon ein NCR 18650B drinne, ein Li-Ionen-Akku, einen geschützten vor allen Dingen und der passt wunderbar. Man sieht ja hier 1A verarbeitet, kann man nicht meckern. Das Ganze lässt sich hier dreiteilig zerlegen. Wir haben hier den Pluspol auch einfach eine Feder verbaut. Etwas ungewöhnlich, sage ich mal, aber sicherlich nicht verkehrt, weil so passen auch die verschiedensten Akkus ohne Probleme rein. Ich habe jetzt diese Variante hier, die ist relativ stark. Die S3 mit einer XML U2 1A. Und dieses Sternchen 8 steht eigentlich nur für die, ja, für den Multiplikator, der auf den Chip angewendet wird. In dem Fall ist das ein achtfacher Multiplikator. Das heißt, sehr hohe Lichtleistung, gleichzeitig auch bei sehr hohem Stromverbrauch. Sprich, die Lampe hält auf höchster Stufe nicht sonderlich lange durch. Aber sie ist dreistufig abgestuft. Sprich, es gibt einen Low Mode, da läuft sie nur auf 5% ihrer eigentlichen Leistung, was laut Angaben in diesem Fall 1100 Lumen wären. Also gefühlt würde ich eher sagen, so 960, vielleicht 1000. 1100, so kommt es mir zumindest nicht vor. Ist halt schon eine richtig ordentliche Hausnummer. Und das Ganze zu einem Preis, ich habe jetzt hier, ich glaube, 11 € umgerechnet bezahlt für diese Lampe. Gut, der Akku kostet noch ein bisschen was und wenn man ein Ladegerät benötigt, muss man auch noch mal ein bisschen in die Tasche greifen. Aber trotzdem 1A-Lampe für den Kurs. Ich zeige euch später auf jeden Fall noch mal ein paar Beamshots, wenn ich es denn hinkriege mit der bescheidenen Kameraqualität. Ja. So viel erstmal zur S3. Dann haben wir hier noch ebenfalls eine Convoy und zwar die C8. Wie man jetzt hier schon an dem ja, recht großen Kopf erkennt, es handelt sich bei diesem guten Stück einfach um eine Taschenlampe, die extrem auf Range, auf Reichweite ausgelegt ist, die strahlt nicht so breit ab. Also es ist halt wirklich ein Spot und der geht dafür aber auch richtig gut. Also ich sag mal, sichtbarer Bereich so annähernd 300 Meter. Also für so eine Handlampe wirklich klasse. Wohlgemerkt, es ist ja nur ebenfalls ein einzelner 18650er Akku drin. Nutze ich natürlich auch dieselben. Geschützte NCR 18650B.
Und das Teil geht halt wirklich richtig ab, richtig Reichweite. Das ist einfach genial. Und das Ganze auch bei einer hervorragenden Verarbeitung. Und ich glaube, da war ich auch so bei, ja, lass mich nicht lügen, ich meine, $14 hat sie gekostet, also 12 Euro paar Cent. Und also für diese Qualität, die man hier abgeliefert bekommt, hier oben sitzt halt auch eine Glasscheibe. Nicht Plexiglas, sondern Glas. Das ist schon beachtlich. Ich bin da wirklich überrascht von den Dingern hier, für das schmale Geld so eine Qualität abgeliefert zu bekommen. Die haben zwei verschiedene Modi, zwischen denen man wechseln kann. Sowohl die S3 als auch die C8. Und zwar sind das die Modi einmal inklusive Stroboskop und SOS und einmal nur Low, Mid und High. Das kann ich euch jetzt auch gleich gerne mal zeigen. Ich halte euch vorher gerade noch mal hier auch noch mal die Verpackung in die Kamera. Das ist hier einfach nur so eine einfache Pappschachtel. Ich meine, irgendwo muss der Preis ja herkommen. Das ist in dem Fall jetzt auch die XML U2-Variante. Ebenfalls mit diesem achtfachen Multiplikator. Die ist angegeben mit 966 Lumen, glaube ich, oder 64, irgendwas um diesen Dreh. Und ja, wie schon gesagt, halt sehr auf Reichweite ausgelegt, aber unglaublich tolles Teil. Und meines Erachtens nach eigentlich auch sogar schon sinnvoll, eine mit höherem Multiplikator zu nehmen, weil man muss sie ja nicht im maximalen Modus laufen lassen. Man kann das ja so wie so eine Art Turbo behandeln, dass man eigentlich sagt, ja, man benutzt nur Low und Mid. Und nur wenn man es wirklich braucht, hat man halt auch die Möglichkeit, in diesen sehr hohen, sehr starken Bereich überhaupt zu gehen. Weil, ich sag mal, für mich ist es relativ sinnfrei zu sagen, ja, ich nehme diese Lampe mit einem kleinen Multiplikator, ja, um den Stromverbrauch zu sparen. Dafür kann ich ja auch einfach einen niedrigeren Modus einschalten. Also alternativ vielleicht noch einen 6er-Multiplikator, das macht vielleicht noch Sinn. Aber, viel niedriger würde ich schon eigentlich nicht gehen wollen, weil dann kann ich auch eine ganz normale Lampe mit AA nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir so eine LED-Lenser angucke, eine P7.2 oder sowas, 300 noch was Lumen, da sind wir ja, ja bei Alkaline AAA-Batterien. Das ist also. Ich sag mal, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt einen 18650er Akku, um Lichtleistungen zu fahren von 300 oder teilweise sogar 500 Lumen. Deswegen, also es macht halt schon Sinn, wenn man sich so eine Lampe überhaupt anschafft, dann auch vielleicht was Stärkeres zu nehmen, dass man zumindest die Option hat, das auch anzusteuern. So, ich mache jetzt mal hier noch einen ganz kleinen Test mit euch und dann geht's später raus. So, ich habe das Ganze jetzt ein wenig abgedunkelt, damit ich euch das schon mal im Groben zeigen kann, weil leider ist meine Kameraausrüstung jetzt nicht so gut, dass ich euch bei Nacht Videos liefern kann, die wirklich aussagekräftig wären. Deswegen jetzt einfach mal das abgedunkelte Zimmer und ich fange jetzt mal mit der Convoy S3 an. Das ist jetzt Low. So. Das war jetzt kein Fehler. Also um die Modi zu wechseln, blinkt die im Low-Modus nach etwa 5 Sekunden kurz auf. Wenn man daraufhin innerhalb von 1-2 Sekunden die Lampe ausschaltet, wechselt sie in den anderen Modus. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Also nicht wundern, wenn sie im Low-Mode ist, das gehört sich quasi so, dass es mal blinkt. Das ist kein Fehler der Lampe. So, ich schalte mal um auf Mid. Mit einem So, da mal mit. Mit einem halben Klick fällt mir im Moment noch ein bisschen schwer, weil ich es eigentlich auch nicht gewohnt bin. Ich benutze eigentlich immer ja, Lampen mit einem Seitenschalter und nicht mit diesem hinten angebrachten. Das ist mit. Das ist schon verflucht hell. Und wir gehen mal jetzt in High.
Sieht jetzt hier nach nicht so viel Unterschied aus, ist aber schon relativ gewaltig. Das sehen wir später bei den ja, Außenvideos, Außenbildern, da kann ich euch das besser zeigen. Das ist schon ziemlich hell. Was hier zu beachten ist, die Lampe regelt an sich nicht runter. Das heißt, ja, egal ob sie nun knackig heiß wird oder nicht, die bleibt einfach in dieser Helligkeit. Läuft natürlich auch heiß, das merkt man sofort. Nach einer Minute hat die schon ja, bisschen mehr wie Handtemperatur. Nach zwei, drei wird es langsam wirklich warm. Das ist dann vielleicht auch ja, ein gewisses Sicherheitsrisiko, was man als Nutzer vielleicht auch einkalkulieren sollte. Es wird auch empfohlen, die Lampe beim Transport ein wenig auseinanderzuschrauben. Also einfach hinten, ich mache das jetzt einfach mal hinten, die Cap was abzuschrauben. Da seht ihr, die Lampe verliert sofort den Kontakt. Und in dem Falle könnt ihr sie auch nicht mehr versehentlich einschalten. Also einfach ein bisschen lose schrauben, dass sie euch nicht versehentlich in der Tasche oder im Rucksack vielleicht losgeht. Weil eine Sicherung als solche haben sie jetzt nicht eingebaut. Nur über Auseinanderschrauben könnt ihr das überhaupt steuern. So, einmal wieder zusammengesetzt und da ist sie wieder. Also wirklich herrliches Teil. Ich zeige euch jetzt auch mal, wie das ausschaut mit dem Glow in the Dark. Das sieht man jetzt leider auch nicht so gut. Wenn es jetzt richtig dunkel wäre, wäre es wahrscheinlich effektiver. Aber hier ist halt dieser Leuchtring eingelassen. Er leuchtet schon recht stark. Ich kann es mit der Kamera nun leider gerade nicht einfangen. So, und dann kommen wir noch mal zur C8. Das ist jetzt der Low Mode der C8. Da haben wir auch wieder dieses Blinken nach dem Einschalten, um die Modi zu wechseln. Die ist halt wirklich, das ist eine reine Spotlampe, die hat einfach nur Reichweite, aber dafür halt wirklich nur punktuell. Es wird halt außen nur ganz, ganz gering ausgeleuchtet. Es ist halt, die Konzentration steckt halt wirklich, es ist quasi fast wie ein Laserschwert. Es geht gerade nach vorne, da streut nicht so viel, aber dafür ist die Lampe ja auch schließlich gemacht. Das ist halt auf jeden Fall der Low Mode. Das ist jetzt schon recht beachtlich. Also das würde für, denke ich mal, die meisten Leute schon vollkommen ausreichen, wenn sie das jetzt im alltäglichen Gebrauch hätten. Klar, für Einsatzkräfte etc. natürlich eventuell einfach viel zu schwach. Dafür haben wir dann hier den Mid-Mode. Schon recht ordentlich. Die wirft dann auch einen recht guten, ja, eigentlich doch recht gut Licht auch draußen rumherum, um den Spot. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal High. Da erkennt man jetzt so kaum einen Unterschied. Es ist, ja, ist halt einfach dann wirklich in der Ferne zu erkennen. Es ist schon sehr, sehr, sehr hell, was da im Spot abläuft. Ja, das werdet ihr später auch im Außentest dann besser sehen können. Ich zeige euch jetzt am Beispiel dieser Lampe gerade nochmal, wie ihr die Modi wechselt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Wir gehen einmal in Low, warten. Es blinkt. Wir schalten aus. Wir schalten ein. Sind wieder im Low Mode. Schalten jetzt mal durch mit High und haben es nicht hingekriegt. Okay. Eins, zwei, drei. Da haben wir es. Also beim zweiten Versuch hat es leider erst geklappt. Vorführeffekt. So, da haben wir High. Strobe. Strobe Mode funktioniert eigentlich hier bei beiden Lampen sehr gut. Und SOS.
Da liegen sie jetzt beide im Low Mode. So, dann wollen wir doch jetzt mal zum Outdoor-Test. Um euch das Ganze vielleicht noch was besser darzustellen, jetzt ziehen wir mal auf den Baum an der Straße, so circa 40 Meter mit der S3 im mittleren Modus. Dann das Ganze nochmal mit der C8, ebenfalls auf mittlerer Stufe. Das ist schon recht ordentlich, was der im Spot selber abläuft. So, bei der S3 auf der höchsten Stufe sieht man jetzt sehr gut, es ist eine sehr gute Ausleuchtung, es ist wirklich schön, um die ganze Gegend auszuleuchten. Bei der C8 ist das Ganze natürlich sehr konzentriert, aber dafür auch unglaublich hell und da kristallisiert sich auch einfach mal die Reichweite oder das Potenzial heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen.